Leben am Limit und Biergrenzerfahrung. Vielleicht die letzte Ausgabe von ProbierTV. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Und wie ich schon eben gesagt habe, vielleicht die letzte Ausgabe von ProbierTV. Weil ich habe heute ein Experiment vor, oder zumindest ist es für mich ein Experiment, und ich lade euch dazu ein, daran teilzuhaben. Ich versuche nämlich Glühbier zu machen. Und diejenigen von euch, die dem Kanal schon ein bisschen länger folgen, haben ja gesehen, ich habe kurz nach Weihnachten ein Bierpaket, oder kurz vor Weihnachten war es, ein Bierpaket aufgemacht. Und da war unter anderem das Glühbier Heißer Panther drin gewesen von der Braumanufaktur Frenzel. Und von Hand gebraut und abgefüllt, Stammwürze, 13 Grad Plato, 5,0 Volumenprozent Alkohol. Das Ganze kommt aus Bautzen, die Brauerei, die auch dieses hervorragende Pfefferkuchenbier macht. Und ja, da war meine Neugierde ein bisschen geweckt und es war ja so eine Anleitung drin. Man soll das im Wasserbad auf 70 Grad erhitzen, die Flasche vorher aufmachen, aus Sicherheitsgründen mache ich natürlich nicht, wir sind ja echte Kerle. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das Ganze machen? Wie schaffe ich es, tatsächlich ein Wasserbad auf 70 Grad zu bringen und dann möglichst auch da zu halten? Ich mache das hier schon mal auf, weil ich möchte nachher nicht damit beschäftigt sein, mit einer heißen Flasche in der Hand den Kronkorken freizulegen. Das ist gar nicht so einfach, aber ich werde das schon schaffen. Jedenfalls kam mir dann Bruno, das ist der jüngste Bewohner hier im Haus, kam mir in den Sinn, weil Bruno als Küchenmaschine kann Wasser erhitzen und auch auf Temperatur halten. Und ich werde jetzt zwar nichts mixen, nichts rühren, aber Wasser erwärmen, und das kann diese schöne rote Maschine auf alle Fälle. Was gibt es über dieses Bier sonst noch zu sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, außer dass Amaretto, Kirschsaftkonzentrat und Glühweingewürz drin ist. Das finde ich sehr spannend. Also es sind besonderes Bier. Das braucht man natürlich, um die Zulassung zu bekommen. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, unterjährige Hefe, Zucker, Amaretto, Kirschsaftkonzentrat, Glühweingewürz. Wenn ihr also mal Glühbier machen wollt, in Bautzen macht man es mit Zucker, Amaretto, Kirschsaftkonzentrat und Glühweingewürz. Und Glühweingewürz kriegt man ja so im Handel. Ich werde das Ganze jetzt mal hier in Betrieb nehmen. Und ich habe mir auch erklären lassen, wie das funktioniert. Wir Männer tun es da ja immer ein bisschen schwierig. 70 Grad, das muss ich noch eine Zeit einstellen. Ich hoffe, wir brauchen die 15 Minuten nicht, aber ich starte das Ganze mal. Und jetzt fängt die Maschine hier an zu wärmen. Und ich lege die Flasche da mal vorsichtig rein. Und ja, jetzt heißt es für uns alle warten. Und ich hoffe, ich brauche meine Brille nicht. Wenn das Ding hier hochgeht, dann sind wahrscheinlich zwei Kameras im Eimer, zwei Lampen im Eimer. Und zu guter Letzt bin dann auch ich im Eimer. Also drückt mir mal die Daumen, dass das Ganze hier gut geht. Und ich mache mich auf die Suche nach einem Glas, was hoffentlich diese 70 Grad danach aushält. Wir sehen uns gleich wieder. So, ihr habt das eben gerade gehört. Dieses Bing war das Zeichen, dass das Wasser jetzt im Topf die 70 Grad erreicht hat. Ich warte jetzt noch mal so ein, zwei Minuten, dass die Flasche sich auch gleichmäßig aufgewärmt hat, also dass auch das Bier da drin auf die 70 Grad gekommen ist. Und währenddessen habe ich mir hier ein Glas geholt. Das ist das Craft Beer Festglas. Das macht einen relativ stabilen Eindruck. Ich hoffe mal, dass das die 70 Grad aushält. Und wir erinnern uns vielleicht noch an das Unboxing von dem Frenzel Bierpaket. Da hat man mir einen schönen Untersetzer gegeben. Den will ich natürlich gleich auch einweihen. Und stilecht geöffnet wird es dann auch mit dem Frenzelbräu Kapselheber. Und jetzt schaue ich nochmal, ja, so, wie gesagt, ein, zwei Minütchen möchte ich jetzt nochmal warten. Nicht, dass das Bier da nicht die Temperatur bekommen hätte, sondern dass nur vielleicht die Flasche außen bzw. das Bier innen drin eben nicht richtig warm geworden wäre. Es hat ja jetzt die 10 Minuten, nee, so war es gar nicht, es waren knappe 7 Minuten gebraucht,
um eben auf die 70 Grad zu kommen. Dabei erwärmt sich das natürlich innen auch schon gleichmäßig mit, aber ich möchte, wie gesagt, dass die 70 Grad dann überall angekommen sind und da gebe ich dem Panther noch ein bisschen Zeit und freue mich jetzt tatsächlich auf dieses Glühbirne, weil mir ist persönlich noch kein gescheites Glühbirne-Rezept untergekommen, wo man nachher ein Bier rausbekommen hat, wo man sagen kann, das habe ich jetzt gerne getrunken. Es war immer alles so Experimentierstadium und es gibt die ein oder andere Brauerei, die Glühbirne braucht und das schickt man dann gleich durch so ein, ja, meistens sind das so fassförmige Erhitzer, wo auch Glühwein drin gemacht wird und kommt dann direkt aus dem Keg. Das funktioniert hin und wieder, da ist es dann Geschmackssache, ob einem das Bier schmeckt. Aber aus der Flasche habe ich es tatsächlich noch nie probiert und habe auch noch keine erfolgreichen Experimente mit eigenem Bier, wo man dann vielleicht den Teebeutel reinhängt. Weil der Schmäh ist ja bei der Geschichte, und das ist der einzige Grund, warum ich jetzt auch den Kronkorken draufgelassen habe. Der Schmäh bei der Geschichte ist ja, das Ding hat ja dann die ganz normale Kohlensäure, hoffe ich zumindest. Und ja, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Flasche anfassen kann. Ja, das geht ganz gut. Hier oben, das ist tatsächlich praktisch. Die Flasche ist tatsächlich sehr warm. Aber hier oben an dem, an der Banderole, da kann ich es anpacken und kann es dann jetzt aufmachen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Frenzels Glühbier. Wenig Kohlensäure beim Öffnen. Und mal schauen, was das Glas dazu sagt. Ja, es scheint wenig auszumachen. Vielleicht hätte ich das auch mit reinstellen sollen. Jetzt wird es ja gleich wieder kalt. Reden wir ganz schnell drüber. Eine rötlich-bräunliche Farbe, ein Finger breit, schöner, leicht beiger Schaum. Es riecht schon fantastisch. Tolle Gardine hier bei dem Bier. Und dann würde ich sagen, halten wir mal die Nase rein. Oh, es riecht tatsächlich nach einem sehr malzigen Bier. Man riecht die Kirsche, man riecht auch den Amaretto. Es riecht sehr weihnachtlich, aber es hat tatsächlich wenig von Glühwein, sondern es hat sehr viel von Bier am Ende des Tages. Und ist ja durchaus gewollt in diesem Sinne. Cheers! Boah! Leck mich fett! Also ganz ehrlich, wenn ihr das getrunken habt, ihr trinkt keinen Glühwein mehr. Also vorausgesetzt, ihr seid Bierfreunde. Das ist ja mal richtig geil. Vor allen Dingen, man trinkt das und hat so das Gefühl, ja, das ist sowas Glühweinartiges. Da hat man so leichte Fruchtnoten mit drin, süße Malze mit drin, eine unfassbar cremige Kohlensäure. Und kaum hat man sich da irgendwie so dran gewöhnt, vor allem diese cremige Kohlensäure, die offensichtlich eben ja auch durch die Temperatur nochmal extra gelöst wird und rausgespült wird quasi aus dem Bier. Aber dann kommt hinten so eine richtig schön bierige Note rein. Da fährt dann so ein bisschen auch der Hopfen rein. Eine schöne, angenehme Hopfenbittere kommt dazu. Und ich überlege gerade, ob da auch da Röstmalznoten mit drin sind. Wahrscheinlich bei der Farbe des Bieres sind da sicher auch ein paar Röstmalze drin. Und das ist ein richtig, richtig geniales Bier, weil es schmeckt nämlich nach Bier. Es hat eine schöne Süße, das gehört aber meiner Meinung nach auch zu diesen Getränken, die man am Weihnachts-Christkindlmarkt oder wie ihr immer das nennen wollt, trinkt, gehört meiner Meinung nach auch die Süße dazu. Also das ist gar nichts Verwerfliches. Und diese hohe Temperatur schadet diesem Bier überhaupt nicht. Das kann ich so sagen. Es ist natürlich auch mit dem Amaretto drin, es ist so eine schöne Mandelnote drin. Die Gewürze tun ihr Übriges. Es ist halt diese Weihnachtlichkeit, die dann noch mit da reinkommt. Kann man aber jetzt auch im Januar noch gut trinken, beziehungsweise jetzt Anfang Februar. Kirschsaft passt perfekt dazu, bringt natürlich noch ein bisschen so einen Tick Süße mit rein. Und ich habe viel erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht, dass das so geil schmeckt. Und deshalb gibt es von ProbierTV, und ich bin sehr überrascht, es hat sogar das Etikett auf der Flasche, hat es überlebt, für den
Heißen Panther gibt es von ProbierTV 5 von 5 möglichen Punkten für den heißen Panther, das Glühbier aus Bautzen. Ich halte es mal hier oben rein, dann könnt ihr das nochmal ganz genau euch anschauen. Und ja, wenn ihr dieses Bier mal probieren wollt, dann wendet euch vertrauensvoll an die Braumanufaktur Frenzel. Findet ihr im Internet. Hier steht die Webseite jetzt gerade nicht drauf, aber tja, so schlecht bin ich vorbereitet. Aber Braumanufaktur Frenzel bei Google eingeben aus Bautzen, da wird es nicht allzu viele geben. Und ich habe jetzt richtig viel Spaß hier mit dem Bier, ziehe mich noch ein bisschen zurück damit und wünsche euch einen, ja, hoffentlich noch schön kalten Winter, dass man den ein oder anderen Glühwein noch trinken kann. Bis jetzt war es ja nicht wirklich kalt. Und wenn es diesmal nicht klappt, dann im nächsten Winter wisst ihr, was ihr mal probieren sollt. Panther aus Bautzen ist euer Freund. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder und ich habe es zum Glück überlebt, denn es gibt morgen wieder ein neues Video. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.